Abfahrt! Okay, Flagge fahren! Bis zum Meeting, I guess. Weil er interessiert ja tatsächlich sogar weniger. Ist noch nicht aktualisiert worden. Nee. Faro soll nur kurz an den Dings kommen. Faro, gifte mal. Nicht giften. Hab mal mit Lukas seinem Account einen T3-Sub, Bruder. Ich brauch noch 5, 6 T3-Subs. Ja, das ist echt gut. Yui ist umgefallen, aber nicht an mir. An wem da? Damit ich die 300 Sub-Punkte voll hab, damit ich... Also ich brauch diesen, nächsten und übernächsten Monat 300 Sub-Punkte, damit ich Partner Plus werde. Foxy ist jede Runde immer und wir sind kurz davor. Also jeder, der einen T3-Sub nicht giften, selber für sich subben kann, Kuss geht raus. Ja, ich bin ein Vampire. Ja, weil Yui ist gerade umgefallen, aber nicht an mir. Ich bin gerade hochgelaufen, sehe, wie Yui umfällt. Also passiert das bitte im Chat. Wir sind literally zeitgleich gefallen. Aber geht dann nicht. Muss der Cleaner oder die Vulture oben in der Electrical sein, weil Topo und ich und Foxy standen an der Elektrik. Lava nicht sein. Ah ja, nee, geht Topo nicht. Topo, wirst sterben, wenn du mich auf Vampire gehst. Okay, ciao, Firas. Spaß. Ja, was soll ich sagen? Caracol, also, am Bohrer Foxy ist, und also Foxy, Top und ich, wir standen gerade in Electrical an den Wires. Dann bin ich runtergesteppt, weil ich habe die gefaked und ich dachte, wir haben. Prima, danke dir für deinen Raid, Kuss. Komm an alle Raider. Und, die ja, ja, Sarina ist doch deine Freundin. Und später und Foxy ist tot und gecleaned. Also der Killer, also falls Foxy gekillt worden ist. Hallo, danke dir für den Follow, Kuss. Aber zumindest da auf jeden Fall ein Cleaner oder Vulture gewesen gerade. Ja, aber bist du dann und Top auch mit im Sass, ne? Kurze Info, es kann, wie gesagt, auch der Lover wirklich sein. Ja, und wir sind ja schon die zeitgleich gefallen. Problem ist, dass Foxy trotzdem nicht angezeigt wird, bei Lover werden trotzdem immer beide angezeigt. Nicht unbedingt, nee, nicht wenn sie den Krieger gefressen wurde. Weil Berger, was geht? In dieser Runde hören, wer ist alles im Lab? Im Lab? Ich. Ja. Sieh mal, Bruder. Kaira ist der direkt wieder weg. Du Sau. Und Firas. Und wer ist alles in Auto? Ich stehe gerade im Bohrraum. Ich stehe gerade in Auto am Baumraum. Me too. Einer müsste ein Specimen sein, Theo. Ich bin aber auch vor allen anderen zu Auto runtergelaufen. Ich hab Firas gewartet. Ja, alles gut. Ich würde auch, wenn Firas jetzt reportet, doch viel was. Ja, ja. Alles gut. Du redest noch von gleichzeitig reporten. Ach, egal. Ich werde skippen. Für mich ist Firas kein Killer. Also, warte, ganz kurz, ganz kurz. Vor allem, wenn ihr sagt, dass das doch Lover sind, dann ist es doch nicht der Bait. Dann ergibt der Call noch weniger Sinn, den ihr gerade gemacht habt. Ich habe nicht ganz zugehört. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nicht wirklich. Ich war der Trapper, wie sie war in meiner Trap. Oder Nico. Ich war nicht in der Trap. Ja, sorry, Jest. Aber kommst du diese TwitchCon? Ist in Rotterdam. Ende Juni, nächsten Monat, Ende nächsten Monats.
Auf Luki, wer hat denn einen Hype Train, goldenen Hype Train? Hallo. Ich habe Stern gefunden, ja, in Lab, kurz vorm Medbay-Scan. Und einer sitzt im Vent im Admin. Wiesel, ich hab, man versteht dich gerade. Du warst gerade nicht zu verstehen. Entschuldigung, nicht yes. Und irgendjemand nicht. Sitzt im Vent im Admin-Room. Und zwei im Admin angezeigt und ich bin da alleine. Oder Chameleon. Ja, ich würde sagen, ja, es kann auch wirklich Chameleon sein, weil Chameleon. Es gibt zwei, weil Gas war an Download in Admin ist da unsichtbar geworden. Nein, ganz kurz, ich kürze das ab. Ich bin derjenige, der da ein Admin-Panel-Ding chillt. Wir waren zu zweit da, ne? Und da waren zwei Punkte. Da waren nicht drei. Hab ich nicht gesehen. Ja, ich stand oben rechts in der Ecke. Achso, okay. Achso, ich kann Wiesel rausnehmen, ich kann Bruchi rausnehmen. Hier habe ich beide auf Camps gesehen, aber nicht in Lab-Ecke. Und wie hast du mich nicht gesehen? Dich habe ich. Doch, auf Camps habe ich dich nicht gesehen, aber ich habe dich vor unten in der O2 rumlaufen sehen. Ja, okay. Ja. Das Maggie hätte ich jetzt auch rausgenommen als einziges, der war im O2. Als wir runter sind, lebte Juicy noch. Stern noch. Ich lebe jetzt immer noch. Stern, meine Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich hatte zum Beispiel die Frage, wo ist Nico? Wo war er? Ich bin gerade vor Lower Decomination. War davor ein Specimen. Hab meinen Task fertig gemacht, davor ich in O2. Bin da durch Wet Hunter und so durchgelaufen und dann war ich ein Specimen, bin gerade zurückgelaufen. Bist du über Upper Decon rein? Nein, Lower, wie gesagt, ich habe davor ja auch Wet Hunter, Kaiwa, oh, glaube ich. Ende August. Dann hättest du aber mir begegnen müssen. Paula, was geht? Ja. Ich weiß nicht, wann du reingelaufen bist. Ende August. Also ich stehe gerade drin und laufe gerade runter. Also ich stehe gerade vor der Lower Decomination. Ja, geil, wenn du dir mindestens einen Tag müssen. Irgendwie nehmen kannst oder so. Ich bin jetzt aus dem Specimen wieder raus. Ja, du bist mir auch nicht entgegengekommen. Also du bist safe nicht durch die untere Decon nach Specimen gelaufen. Doch, das stimmt tatsächlich. Ich weiß halt nicht, das ist so ein Loster Call, der könnte auch Jester sein. Weil wir haben ja vorher gesagt, dass wir aus Specimen kommen. Und dass er jetzt sagt, dass er da reingelaufen ist, das ist ja super end. Aber Jester ist in dem Moment nicht unser Problem. Wir müssen uns nicht drum kümmern. Na gut, da hast du recht. Tiebreaker, Tiebreaker. Nö. Milk, danke dir für deinen Prime Sub im fünften Monat. Ich küsse doch dein Herz. Ehre. Hat gekillt im Lab. Hä? Da liegt eine Leiche? Wo im Lab? Boah, das ist so ziemlich kurz von dem Eingang nach unten. Ich laufe in Lab rein, Red Hunter kommt mir entgegen und hinter ihm liegt eine Leiche. Okay, das kann sein. Ich habe Juicy da zurückgelassen, als das Licht ausging und wollte rauslaufen.
weiß jetzt halt nicht, ob jemand aus der Deacon raus da getötet hat und wieder in den Deacon rein ist. Das kann gut sein. Der Vent ist da oben nämlich zu. Da habe ich geguckt, aber muss die Kabel machen. Die Deacon wurde nicht getriggert. Ich stehe unten. Ich stehe gerade unten vor der oberen und habe das Licht gewartet, bis es wieder angeht. Achso, ja Lifeline gut, kann er natürlich auch. Hm? Hat jemand Lifeline-Infos? Ja, so 7-8 Sekunden, glaube ich. Also ich war mit Jas gerade da. Dann muss Bruchi, Red Hunter bestätigen können, dass das unmöglich ist, dass ich den Kill gemacht habe. Weil. Den Kill hast du definitiv nicht gemacht, das kann ich sagen. Weil das also Smaggy kam mir ungefähr ja vor 7 Sekunden oder so aus Electrically entgegen von Security. Genau. Ja, wie gesagt, der kam mir auch literally gerade entgegen. Ich bin gerade im Bohrer rein und mach da okay. meine Task, deswegen. Also. Oder also ist es halt ein Chamäleon, was sich da einfach hingestellt hat? Ich wollte gerade raus aus dem Koms, als das Licht ausging. Den würde ich dafür rausnehmen. Ich war auf jeden Fall gerade in der Trap in Electrical. So. Wer kam aus Koms raus, Wiesel? Nico ist aus Koms rausgegangen, als das Licht ausging. Ich stand am Upload im Chamäleon und hab geguckt, ob da was passiert. Und Vierer ist halt kurz davor. Nee, Quatsch, warte mal, nicht Vierer ist hier. Bruchi hat da kurz vorher nochmal reingedippt. Also für mich kann den Killer auf jeden Fall nicht gemacht haben, Wiesel, Kyra, Nico und ich. Der Killer muss unter den anderen Leuten sein. Bruchi würde ich aber dafür auch rausnehmen, weil der, wie gesagt, kurz bevor Nico rausgelaufen ist, auch reingedippt hat. Ich kann euch aber sagen, jetzt wird auch was nicht Gutes sein, weil jetzt, du hast gerade ein paar Aussagen gehört. Dann müsstest du ein paar andere auch noch mehr rausnehmen können. Normalerweise, doch. Ja. Ich war die ganze Runde, Red Hunter kann das bezeugen, 30 Sekunden stand ich unten am Pylon. Ja, und Red Hunter ist der, den ich gerade für den Kill gesasst habe. Aber wie gesagt, ich würde auch noch den Jojo kann man auch noch mit reinnehmen, das würde ich nicht ausschließen. Ich würde es halt weird finden. Red Hunter war derjenige, der in der ersten Runde reportet hat, oder? Der auch auf Vampire gegessen wurde von Tob. Ja, halte ich für eher unwahrscheinlich. Und Firas wurde gewotet. Weil ich glaube, in der ersten Runde wurde ein Electrical gekillt. Die waren Lover und zwei Killer, also Cleaner und Killer waren in Electrical. Und alle Leute, die im Lab waren in der ersten Runde, waren wahrscheinlich raus. Und ich stand in Lifeline, hab das gesehen, hab wie die beiden zeitgleich umgefallen sind. Ja, wir haben noch ein paar Böse drin. Ich hab auch wieder sie skippt, ich wollte nicht sterben. Ich sollte mich auch muten, wenn ich was sagen will. Ja. Hi-ho. Bruchi liegt in der Camps oben. So, nehme ich Smaggy für raus für den VIP-Flash. Ja, also wie gesagt, liegt da oben. Die einzigen, die da oben rauslaufen, sind halt aus der Richtung, ist Nico. Wo links? Also ich habe dich gesehen nach Lightfix, das war sogar vor dem Bait und dann bin ich schon wieder rausgelaufen. Also das müsst du eigentlich auch wissen, dass ich den Kill nicht gemacht habe, weil du da vor mir da warst. Wie gesagt, ich kann nicht callen, dass du es nicht gemacht hast. Ich bin da hingelaufen, da liegt eine Leiche und du kamst aus der Richtung. Ja, aber ich war doch vor dem Baitflash wieder schon wieder weg. Das hast du doch sogar aber gesehen, nicht weggelaufen. Baitflash, bitte. Es war ein VIP, aber VIP, okay. Sorry. Ja, der hat sich versprochen, entspann dich mal. Es sind zwei Leute gefallen. Also für den VIP-Flash kann ich auf jeden Fall Smaggy rausnehmen. Ja, definitiv. Das würde ich auch rausnehmen.
Ja, aber wie gesagt, es sind zwei Leute gefallen. Es sind Kyra und Bruchi gefallen. Es kann auch sein, dass Bruchi vorher gefallen ist und Kyra VIP war. Kommen, dass Nico Kyra weggeschnetzelt hat, weil, wie gesagt, Kyra war auch irgendwo links. Keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass Nico von Camps kam und da liegt halt Bruchi gerade. Nein, ich war nicht in Camps, du hast mich sogar gesehen, ich kam reingelaufen, ja. In Electrical und bin runtergelaufen. Ich bin war nicht ganz reingelaufen. War einer von euch in Comms diese Runde? Negativ. Ich war kurz in Comms, ja. Aber ich war nicht ganz da drin. Ich habe zwei Tasks gemacht. Wann war das ungefähr? Weiß nicht, 15 Sekunden. Dann bin ich halt hoch Richtung O2, da bin ich Smaggy gecrossed und dann kam auch der VIP-Flash. Okay. Ich hab mit Wiesel und Kyra habe ich Illink gefixt gehabt. Ich würde auf jeden Fall zwischen Red Hunter, Yes und Nico, das sind safe zwei Killer. Also zwischen Nico und Red Hunter ist für mich auch safe ein Killer. Aber gesagt, Nico ist mir gerade entgegengelaufen und als ich an Lifeline war nur eine Person tot. Und der ist mir links auf ist entgegengekommen. Ich weiß nicht, ob er das zeitlich geschafft hätte. Ich bin da bei Nico habe ich vom Kill halt weglaufen sehen. Nein, doch, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wegen letzter Runde, da war doch nur Gus, Smaggy oder Red Hunter theoretisch. Nee, Smaggy hat auch noch Alibi gehabt. Dann war es doch nur Gus und Red Hunter. Wegen letzter Runde. Nee, Gus war auch raus. Hä, aber warum nicht? Nico ist, glaube ich, nicht der Killer. Ach, Nico hat aber. Ich habe dich nicht gesasst, ich. Ich hab Red Hunter gewotet, aber... Danke! Irgendwie ist das komisch. Ja. Ja, Wiesel. Ich glaube, dass Nico falsch war. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, ich habe Nico halt aus Killrichtung die auf und sehen, deswegen. Im Endeffekt du oder Smaggy übrig. Welchen? Smaggy hatte aber ein Alibi, was Gus ihm gegeben hat. Ja, also ja, für den Kill komme ich auch nicht in Frage. Auch. Selbst Red Hunt hat mich da rausgenommen für. Deswegen, es kann, wie gesagt, ich würde da auch sagen, es kann ja auch der Jojo gewesen sein. Den dürfen wir nicht rauslassen. Das ist die neue Rolle. Ja, das hätte ich aber auch nicht sein können. Gibt's auch. Nee, deswegen, dich habe ich ja gesehen. Und mich hast du auch gesehen. Also Jojo selber kann. Wie gesagt, bei dem VIP-Flash ist mir Smaggy direkt entgegengekommen. Also da kann ich ihn auf jeden Fall rausnehmen für den Kill. Und ich selbst wurde ja noch auf Vampire gegessen, okay. Ja gut, aber vielleicht warst du ja kein Vampire, vielleicht bist du ja der andere Killer. Ich wurde auf Vampire gegessen. Also du wurdest, okay gut, das habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, jetzt hat sich die letzte Runde so angehört, vorletzte angehört, als wäre ich darauf gegessen worden, okay. Ach so. Nee, Top hatte mich da drauf gegessen und daraufhin wurde Firas gewotet, weil er geschrieben hat, er begesst mich und wenn es nicht ist, soll Firas gewotet werden. Ich kenne aber auch nicht die andere Rolle, halt. Ich weiß nicht, wer der andere Killer ist. Das ist halt das Problem. Was? Weißt du, wer der andere Killer ist? Naja, wer da halt die andere Rolle ist. Wenn jetzt schon ein Imposter raus ist, dann müsste ja der, wenn der Vampire oder nichts muss ich drin ist, so. Dann könnte man sagen, ja. Okay, der und der ist das. Nicht mal, ob wir einen Cleaner drin haben oder eine Vulture. Ich weiß gar nichts. Oder drin hatten, besser gesagt. Keine Killerrolle. Also. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich, dass ich Wiesel nicht voten möchte. Ich kann nur aufgrund meiner Rolle sagen, dass die letzten beiden Kills relativ zeitgleich gefallen sind. Also kurz nacheinander, so nicht direkt nebeneinander, aber nacheinander. Hast du nicht Firas rausgepusht? Ich? Ja. Wer hat Firas rausgepusht? Weil der Call war kompletter End. Top hatte doch reingeschrieben, wenn er wieselig ist, dann Firas. Hat er gewotet, weil ich auf Vampire gegessen wurde. Wieso, wen wolltest du denn jetzt voten? Welcome back, Lily. Ich wäre nicht sicher zwischen Red Hunter und Gus.
Das war für zwei Kills auch nicht. Also der kam nicht in Frage. Aber die anderen weiß ich nicht. Sind auch jede Menge Kills immer gefallen. Ich wurde jetzt Red Hunter und hoffe, dass es falsch ist. Ich auf Gas. Oh, Red Hunter hört sich gut an. Und dann möchte ich, dass man Gas hinterherläuft. See you later, das hier ist raus. Hat Jess ein Schild von sich selbst? Wurde er geschiftet? Ja, er hat ein Schild, aber hat er sich selbst geschildet? Also ist er selbst geschildet? Von sich selbst? Also wurde er geschiftet? Ja. Ich glaube, Gas ist mehr. Wiesel liegt vor Storage. Für mich ist jetzt der letzte Killer. Bruder, ist das dein Ernst? Ich hab dir gesagt, du sollst Gas killen. Wer ist der letzte Killer? Ja, ihr seid beide Killer, ne? Ja. Maggie ist der letzte Killer. Ihr seid ich hab beides. Nein, Gas. Inte jetzt nicht rein. Also, Maggie, es gibt zwei Optionen. Entweder du bist Gesser und dann gehst du mich jetzt hier raus und gewinnst so. Oder du sagst mir deine Rolle. Ich bin kein Gesser, ich vote jetzt einfach und fertig. Und wen hast du gewotet, Gas? Das sag ich doch nicht. Das ist mir, das ist jetzt hier zwischen euch. Also, ich fühle mich nicht. Ich bin kein Killer! Ja, das weiß man so nicht so genau. Ja, okay, Gas, du hast jetzt gewotet, okay, ne? Das ist, wir wissen nicht, das ist Gas Vot. Aber hier, Maggie, entweder verrätst du mir deine Rolle und wir gewinnen gemeinsam. Und jetzt habe ich dir meine Rolle gecallt. Ich habe dir deswegen gesagt, du sollst Gas töten und nicht Dingens, weil der war ja offensichtlich mein Medic. Den hätte ich dann auch rausgessen können, dann hätte ich auch gewonnen. Nein, nee, ich bin. Ich bin aber, Thief, wer hätte das gedacht? Bist du Thief? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich hab gesagt sogar, ich vote Red Hunter und hoffe, dass das falsch ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt wünsche ich mir, dass man Gas hinterherläuft. Guck mal, ich vertraue dir. Lass mich auch cleaner jetzt. Auch wenn du Crewmate bist. Mach. Ich glaube, ich habe den falschen gewotet. Okay. Ich habe mich so hart ins Zeug gelegt. Ja, nice. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, so gewinnt ihr doch beide, hä? Ja, aber ich. Ja, aber ich muss ja wissen, dass er mich nicht anlügt. Wäre er Crewmate und hätte mich so überführt, wäre er auch stark. Das ist richtig.